So viele haben ihn und so viele lieben ihn, den Xbox Game Pass. Aber sind wir uns auch dessen Risiken bewusst? Stellt er vielleicht sogar eine Gefahr für die Gaming-Industrie dar? Doch bevor wir auf die Gefahren eingehen, möchte ich noch erklären, was der Game Pass ist. Und dafür gehen wir etliche Jahre zurück und schauen auf die Entstehungsgeschichte. Nee, keine Angst. Ich denke, die meisten kennen den Game Pass und deswegen gehe ich nur auf die wichtigsten Merkmale ein. Der Game Pass ist ein Abo-Dienst, über welchen man Zugriff auf eine Spielbibliothek mit über 100 Spielen bekommt. Den Game Pass gibt es in drei Varianten. Zwei davon sind der Game Pass PC und Game Pass Konsole. Beide kosten jeweils 9,99 € und unterscheiden sich, wie der Name schon verrät, darin, von welcher Plattform aus man auf diese Spielbibliothek zugreift. Außerdem ist auch noch die Auswahl der Spiele leicht anders. Die dritte Variante ist eine Kombination aus den ersten beiden Varianten, nennt sich Game Pass Ultimate und kostet 12,99 € im Monat. Momentan gibt es laut Microsoft über 25 Millionen Abonnenten des Game Passes vom Game Pass. Aber wieso reden wir gerade über den Game Pass, wenn es doch so viele andere Spiele-Abos gibt? Im Vergleich zu den anderen Abo-Diensten ist der Game Pass am ausgereiftesten. Man merkt offensichtlich, dass der Game Pass eines der Kernprodukte von Microsoft ist, wenn nicht sogar das Kernprodukt von Microsoft Xbox. Der Game Pass wird durchgehend weiterentwickelt und es kommen immer mehr Spiele dazu. Außerdem sind manche Spiele sogar ab Tag 1 der Veröffentlichung im Game Pass enthalten. Und dazu gehören nicht nur die First-Party-Spiele, also die Spiele von Microsoft direkt, wie zum Beispiel ein Halo oder ein Forza. Wobei diese First-Party-Spiele natürlich auch immer mehr werden. Denn in den letzten Jahren hat Microsoft immer mehr Entwicklerstudios aufgekauft und darunter auch große Namen wie Bethesda Game Studios. Und es ist davon auszugehen, dass all diese Spiele von diesen Entwicklern ab Tag 1 der Veröffentlichung im Game Pass sein werden. Und das ohne Aufpreis. Alleine dadurch hebt sich der Game Pass von den anderen Spiele-Abos enorm ab. Und damit wären wir auch schon bei den Vorteilen vom Game Pass. Die Spielbibliothek ist riesig, aber noch viel wichtiger. Sie ist nicht gefüllt mit irgendwelchen schlechten oder uninteressanten oder alten Spielen. Es sind richtige AAA-Spiele im Game Pass drin. Darunter ein Halo, ein Forza oder bald ein Starfield. Aber es gibt auch kleine Schätze. Kleine Schätze wie ein A Plague Tale, Hollow Knight, Deathstore. Die Spieleauswahl ist derart vielseitig, dass jeder Gamer auf seine Kosten kommt. Jeder Gamer wird ein Spiel finden, das ihm gefällt. Außerdem ist der Preis von 9,99 € echt gering. Vor allem ist das Abo monatlich kündbar. Man ist nicht wie beim Fitnessstudio gebunden an irgendwelchen 300-Jahre-Verträgen. Das heißt, selbst wenn man nicht zum Zocken kommt oder ein anderes Spiel zocken möchte, welches nicht im Game Pass ist, dann kündigt man sein Abo eben einfach und spart sich die 9,99 €. Und wenn man wieder Bock hat auf ein Spiel im Game Pass oder wieder Zeit zum Zocken hat, dann nimmt man es wieder auf. Und kennt ihr das Problem? Ihr wollt mal wieder was Neues zocken. Ihr habt keinen Bock auf das 10. Assassin's Creed, das 10. Call of Duty. Ihr wollt einfach mal was Frisches, was Neues entdecken. Ihr habt einfach keinen Bock mehr auf das Spiel, das immer wieder gleich ist, Jahr für Jahr. Ihr wollt was Neues, Frisches entdecken. Und ihr geht dann in den Store etwas stöbern. Und dann findet ihr auch etwas. Aber was kommt dann? Ihr seht, es kostet, lass es 40 € sein. Und dann denkt ihr natürlich drüber nach. Zahle ich die 40 €? Gehe ich das Risiko ein? Was, wenn ich die 40 € bezahle und dann gefällt es mir nicht? Oder ich spiele 2 Stunden und dann merke ich, okay, ab hier wiederholt sich alles einfach nur noch. Dann habt ihr 40 € aus dem Fenster geworfen. Und was machen dann die meisten? Sie werfen das Spiel an, bei dem sie schon hunderte von Stunden haben. Oder sie setzen sich auf die Couch und schauen das 100. Mal Modern Family. So wie ich. Mit dem Game Pass könnt ihr einfach unverbindlich unbekannte Spiele antesten. Ihr müsst nichts extra zahlen. Und wenn es euch nicht gefällt, das Spiel, und ihr merkt es direkt oder nach 2 Stunden, dann werft ihr es wieder von der Platte und ihr startet das nächste. Denn es gibt so eine große Auswahl im Game Pass. So viele interessante Spiele. Hi. Schön, dich kennenzulernen. Wie geht's dir? Gut, danke. Erzähl mal, was sind so deine Hobbys? Ja, also ich mag alte. Also alte Dinge. Ich gehe gerne in alte und verschollene Tempel und bin stets auf der Suche nach dem Mysteriösen. Okay. Leider handelt es sich dabei meist um tödliche Mysterien und Tempel, aber bisher überlebe ich das immer. Nur meine Begleiter haben nicht immer so viel Glück. Naja, hast du vielleicht Lust beim nächsten Mal mitzukommen? Die nächste Runde? Hey. Ja, hey, ich mag's immer gleich. Also sag mir, wie es dir geht, welche Hobbys du hast und dann erzähle ich dir von meinen Hobbys. Ja, mir geht's eigentlich gut, Hobbys. Ja, ich mach. Ja, ist doch egal, was du magst. Ich will nämlich immer das Gleiche machen und interessiere mich nicht dafür. Solltest du Abwechslung wollen. Außerdem singe ich auch gerne Seemannslieder.
Lang schon fahr ich auf den Meeren, Wind und Woge weiß wohin. Fern von allen meinen Ufern fühle ich, dass ich traurig bin. Wind und Woge flüstern leise von dem Meer. Puh, läuft's bei dir heute auch so gut? Übrigens, ich bin der Dressgeber. Wie geht's dir denn so? Hi, ich bin Sekio. Mir geht's gut. Auch wenn ich oft leiden muss, aber ich wähle lieber die harte Lektion. Okay. Und wachse in schwierigen Situationen. Anstatt alles von Anfang an geschenkt zu bekommen. Außerdem mag ich Samurais. Cool. Ich trinke gerne aus meiner Kürbisflasche. Ja, dich auch. Mein Hobby ist Dämonen töten, in der Gegend schwingen und Gebetsperlen sammeln. Boah, ey, hast du Lust auf ein zweites Date? Mit dir? Nein, auf gar keinen Fall. Für den Konsumer gibt es keinen direkt ersichtlichen Nachteil. Denn selbst wenn man keinen Bock auf diese Spieleabos oder speziell auf den Game Pass hat, dann kann man sich die Spiele immer noch normal kaufen. Kein Spiel, das im Game Pass ist, ist Game Pass exklusiv. Also klingt doch ganz geil. Klingt doch nach einem schönen Gesamtpaket. Aber so einfach ist es leider nicht. Es gibt natürlich auch Nachteile. Das Problem bei diesen Nachteilen ist, dass diese indirekt sind und diese sich oft schleichend weiterentwickeln und man das gar nicht so mitbekommt. Der Game Pass beeinflusst nämlich unser Verhalten. Gerade habe ich noch davon gesprochen, wie gut es sei, dass man Spiele antesten kann und wenn sie einem nicht gefallen, sie direkt wieder ausmachen kann und zum nächsten gehen kann. Warum die Zeit damit verschwenden für ein Spiel, das die ersten 30 Minuten keinen Spaß gemacht hat? Ich kann doch auch zu dem nächsten Spiel gehen, das macht mir vielleicht direkt Spaß. Dabei gibt es so viele grandiose Spiele, die Zeit brauchen, um sich zu entfalten. Es gibt so viele Spiele, die von Anfang an vielleicht keinen Spaß machen, aber dann nach der dritten, vierten, fünften, lass es die sechste Stunde sein, richtig viel Spaß machen und sich dann als eins der besten Spiele überhaupt entpuppen. Und dann nenne ich mal als Beispiel Witcher 3. Ich weiß noch, die ersten drei Stunden waren echt öde, die waren echt anstrengend, aber damals hatte ich kein Spielabo. Ich habe Geld ausgegeben für The Witcher und ich wollte auch möglichst viel von meinem Geld quasi haben und deswegen bin ich dran geblieben. Und heute muss ich sagen, ist es das Lieblingsspiel von mir. Und ich hätte diese Erfahrung niemals gemacht, wenn ich einfach gesagt hätte, okay, es macht mir jetzt seit zwei Stunden nicht so richtig Bock, ich mach's aus, ich gehe zum nächsten, weil da sind ja noch super viele Spiele. Dass sich unser Verhalten derart verändert hat, hat zudem direkten Einfluss auf die Entwickler und deren Spiele. Denn die Spiele müssen ja jetzt direkt catchen. Die müssen einen direkt am Ball halten. Und deswegen müssen die Entwickler jetzt natürlich denken, okay, wie können wir unser Spiel so entwickeln, dass der Spieler direkt Spaß hat und dabei bleibt und nicht das Spiel ausmacht und direkt zum nächsten geht. Und dadurch sind die Entwickler in ihrer künstlerischen Freiheit begrenzt. Fairerweise müssen wir aber auch sagen, dass dieser Nachteil sehr stark vom Bezahlmodell abhängig ist. Klar, haben wir ein Bezahlmodell wie Pay-per-Use, Pay-per-Stream, also je nach Nutzung des Spiels, dann haben wir ein Problem. Dann ist der Nachteil real und er ist auch sehr groß und man muss darüber reden. Aber wie Phil Spencer, der Chef von Microsoft Xbox, in einem Interview gesagt hat, ist dieses Bezahlmodell von Entwickler zu Entwickler anders. Jeder Entwickler bekommt seinen individuellen Vertrag. Ey, hast du schon den Tintenfisch-Simulator gezockt? Tintenfisch-Simulator? Kann der was? Der ist mega. Musst du zocken. Warte, ich schick dir einen Link. Schau es dir mal an. Ja, schick mal. Hallo, ich bin ein Tintenfisch. Hallo, ich bin auch ein Tintenfisch. Wollen wir ein bisschen spielen? Okay, komm. Uff, das sieht ja mega aus, sag ich doch. Richtig geil, aber gibt's das auch im Game Pass? Nee, leider nicht. Ja, okay, dann bin ich raus. Ich habe noch so viele Games im Game Pass, die ich zocken will. Da gehe ich jetzt nicht hin und gebe Geld aus für ein anderes Game. Ja, stimmt schon. Aber er kommt eh irgendwann in den Game Pass. Ja, wahrscheinlich. Der Game Pass führt dazu, dass die Spiele, die nicht Teil des Abos sind, immer weniger relevant sind. Denn wieso sollte ich Geld ausgeben für ein Spiel, das nicht im Game Pass ist, wenn im Game Pass doch so viele coole, interessante Spiele sind, die ich jetzt auch spielen könnte stattdessen? Je größer der Game Pass also wird, desto größer wird auch der Zwang für die Entwickler, ein Teil davon zu sein und den Konditionen von Microsoft zuzustimmen. Stellt man nun also die Vorteile und Nachteile gegenüber dann... Wie jetzt? Das sind all deine Nachteile. Mehr hast du nicht. Ja, was denn? Der Game Pass im Gesamten ist doch schon eine coole Sache. Puh, immer dieses Fanboy-Gelaber von dir. Verstehe jetzt nicht, warum du das sagst, aber okay. Ja, dann erzähl doch mal. Mach doch mal die Augen auf. Wenn es so weitergeht, dann zerstört der Game Pass die Gaming-Industrie. Was?
Der Game Pass ist super günstig, man hat Zugriff auf so viele coole Spiele und kein Spiel ist Game Pass exclusive. Wie soll der denn die Gaming-Industrie zerstören? Was? Du bist so geblendet von denen ihrem Marketing-Gelaber. Ja, der Game Pass ist günstig. Aber weißt du, was auch mal günstig war? Netflix, Amazon Prime, The Zone, alle waren sie mal günstig. Und weißt du wieso? Die wollen ihre Anzahl Abonnenten erreichen, denn die wissen ganz genau, sobald du erstmal den Abo-Dienst hast, bist du viel zu faul, um zu kündigen, wenn der Preis gesteigert wird. Und denkst du wirklich, die Spiele werden niemals Game Pass Exclusive sein? Du glaubst doch wirklich alles, oder? Früher oder später werden die Spiele sowieso Game Pass Exclusive sein. Microsoft baut sich ihr Videospielmonopol auf und ihr merkt es nicht mal. Es gibt keinen Aufschrei. Denn Microsoft kommt immer wieder mit irgendwelchen Marketingaktionen um die Ecke, wie zum Beispiel einen Monat Game Pass für 1 Euro oder hier diese Aussage, dass es keine Game Pass Exclusives geben wird. Außerdem hattest du gesagt, dass die Spieleentwickler ihren individuellen Vertrag mit Microsoft bekommen und somit nicht dem Risiko ausgesetzt sind, dass sie nach Pay-Per-Use oder Pay-Per-Stream, also nach Nutzung ihres Spiels, bezahlt werden. Klar ist das cool, aber was der Phil Spencer noch in dem Interview gesagt hat, das hast du natürlich nicht preisgegeben, ne? Was meinst du? Ja. Das übersieht der Fanboy dann natürlich wieder. Phil Spencer strebt nämlich an, dass in Zukunft alle über dieses Bezahlmodell bezahlt werden. Also über dieses Pay-Per-Use, Pay-Per-Stream, also nach Nutzung ihres Spiels. Ja, stimmt schon. Und weißt du, wo die Bezahlung genauso ist? Bei Spotify und Apple Music. Und denkst du, irgendein Musiker kommt noch groß raus, wenn er nicht Teil des Abo-Dienstes ist? Denn wer geht denn heute noch in den Mediamarkt oder Saturn und kauft sich da noch seine CDs? Heute streamt doch jeder seine Musik. Und genau so soll es in Zukunft auch beim Game Pass ablaufen. Da sollen die Entwickler auch nur noch danach bezahlt werden, wie oft ihr Spiel angeworfen wird, wie oft ihr Spiel installiert wird, wie oft ihr Spiel gespielt wird und wie lange es gespielt wird. Microsoft entwickelt sich mit dem Game Pass zum Monopol und alle Entwickler sind dazu gezwungen, ein Teil davon zu sein. Und das heißt auch, dass sie gezwungen sind, ihren Konditionen zuzustimmen, also den Konditionen von Microsoft. Denn sind sie nicht Teil des Abo-Dienstes, sind sie nicht Teil dieser riesigen Spielbibliothek, dann sind sie unwichtig, dann sind sie nicht mehr relevant. Wer kauft denn ein Spiel für Geld, wenn man für 9,99 € eine riesen Spielebibliothek hat? Und ist ihr Spiel dann im Game Pass, dann muss es ja möglichst lange und oft gezockt werden. Denn nur so kann man ja in Zukunft Geld verdienen. Und damit ihr mit eurer von TikTok zerstörten Aufmerksamkeitsspanne das Spiel gefälligst zockt und von Anfang an dabei bleibt, müssen die Entwickler natürlich umdenken. Sie müssen das Spiel so entwickeln, dass es von Anfang an catcht. Keine Zeit mehr zur Entfaltung, kein Platz mehr für künstlerische Freiheit. Irgendwann haben wir nur noch öden 0815 Einheitsbrei, der die breite Masse aber lang genug an den Bildschirm hält, um Geld zu verdienen. Die Gaming-Industrie stirbt und die Serien- und Filmeindustrie macht's vor. Serien sind Abo-exklusiv und der Großteil ist 0815. Klar, alle paar Schaltjahre gibt's mal eine coole Serie wie Arcane oder Stranger Things, aber insgesamt, die Filme sind nur noch öde, das ist alles nur noch nach Schema F. Und das Schlimme ist, man schaut es trotzdem, denn es gibt ja nichts anderes. Aber ihr geblendeten Fanboys, ihr seht es natürlich nicht. Geblendet und unwissend reitet ihr glücklich in den Untergang des Gamings. Ich denke, du übertreibst da ein bisschen. Zum jetzigen Zeitpunkt überwiegen die Vorteile vom Game Pass ganz klar. Für wenig Geld bekommt man Zugriff auf eine Spielbibliothek mit einer riesigen und vielseitigen Auswahl und wenn man dann doch keinen Bock mehr auf den Game Pass hat, dann kann man den einfach monatlich kündigen und sein Spiel woanders kaufen. Denn es gibt keine Game Pass Exclusive Spiele. Für die Entwickler gibt es auch keinen wirklichen Nachteil, wenn nicht sogar einen Vorteil, denn die Verträge, die da ausgehandelt werden, individuell mit Microsoft, die können die Entwickler sogar bei ihrer Entwicklung unterstützen. Die meisten genannten Nachteile sind spekulativ, aber trotzdem sollte man sie nicht aus den Augen verlieren. Denn wie Aluhut Treskimo schon gesagt hat, die Streaming-Dienste haben es vorgemacht. Da war es auch damals mal so, dass die Serien weniger exklusiv waren, der Preis war viel niedriger und die Serien waren auch weniger 0815. Heute sieht es anders aus. Die Preise werden ständig erhöht. Es gibt fast nur noch Exclusive-Serien mit den Star Wars-Serien, mit Stranger Things, mit Haus des Geldes, mit The Boys. Auch wenn Phil Spencer den Vergleich mit Netflix nicht mag, müssen wir ihn trotzdem machen. Denn die Parallelen sind da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über ein Like würde ich mich freuen, auch darüber, wie ihr die Sache seht. Leute, ihr seht das doch genauso, oder? Lasst es mich in den Kommentaren wissen und abonniert den Kanal zusammen. Zusammen übernehmen wir den Kanal von Treskimo.